Man muss ja irgendwie nur bloß Post davor schreiben, dann hören die Leute schon mal zu, zumindest kurz. Deswegen, so ist es gedacht. Stefan hat es ja ganz am Anfang schon gesagt, ihn treibt ja auch irgendwie der Gedanke um, naja, jetzt haben wir Projektmanagement seit einigen Jahrzehnten, fast Jahrhunderten wahrscheinlich, so ein Stück standardisiert, es gibt Zertifizierung dazu, manche behaupten, es wäre verdost, also als Dosenware im Gegensatz zu wirklicher Gourmetküche. Und andererseits gibt es jetzt ganz, ganz viele neue Strömungen. Also die Leute gehen jetzt irgendwie anders ran. Sie machen was mit Agil, machen Scrum, verwerfen Projektmanagement total. Und irgendwie tut sich hier was. Irgendwie passt dieses Projektmanagement, wie es wir mal zertifiziert definiert haben, nicht mehr zu der heutigen Zeit, vielleicht nicht mehr zu den Problemen, zu den Projekten heute. Und ich versuche mich diesem Widerspruch, diesem scheinbaren Widerspruch, anders zu nähern als Stefan. Ich versuche das jetzt erstmal in einen historischen Kontext zu setzen und erstmal zu schauen, wo kommt denn dieses Projektmanagement überhaupt her, und deswegen hier auch postindustrielle Projektmanagement, weil ich hoffe, dass wir uns in dieser nachindustriellen Zeit befinden. Also eines ist klar, dass Menschen machen Projekte, und zwar schon seit wir denken können, ne? Und im Gegensatz dazu, im Pyramiden ein Beispiel, ganz, ganz viele große Bauwerke, die chinesische Mauer, Roland wird es bestätigen können, auch ein bemerkenswertes Bauwerk. Alles natürlich ohne jegliche GPM-Zertifizierung, das stellt sich mal jemand vor. Ja? Und es liegt halt daran, dass dieses standardisierte Projektmanagement es eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert so gibt. Ne? Also es hat sich vielleicht, und es ist geprägt aufgrund seiner Historie, aus der Management-Mode des 20. Jahrhunderts. Also es hat seine Wurzeln in diesem Taylorismus. Und was das heißt, dazu komme ich gleich noch. Aber der Schwerpunkt dieser Management-Mode ist letztendlich das effiziente Regeln und Steuern eines stabilen Zustands. Ja? Also dieses Stabil ist mit Absicht hier kursiv, das sollten wir uns mal merken. Und letztendlich bedeutet das ein Stück weit, also Taylorismus ist genau das, ne? Also Henry Ford hat es mal gesagt, why is it every time I ask for a pair of hands, they come with a brain attached. Ja? Die Leute sollen doch bitte nur das arbeiten, was ich ihnen sage, und sollen nicht denken dabei. Ja? Natürlich schwarz-weiß, aber das ist der Grundgedanke des tayloristischen Ansatzes. So, wozu führt das? Es führt genau zu dem Bild. Es gibt einen oder einige wenige, eine Führungselite, den Manager, die denken. Die dürfen denken, die dürfen kreativ sein, die müssen es sogar. Die müssen Probleme lösen, die müssen Systeme gestalten. Das ist der Manager. Und es gibt dann ganz, ganz viele, die nach diesen Regeln, die der Manager definiert, arbeiten. Das sind die Arbeiter. Gary Hamel hat es mal Kreativitätsapartheid genannt. Ja? Damit hat er vollkommen recht. Es ist also die Trennung der Denkenden und der Arbeitenden, also eine personelle Teilung. Demgegenüber ist, wenn man sich jetzt neuere Modelle ansieht, wie diese ganzen agilen Vorgehensweisen, die basieren eher auf diesem Prinzip der Vernetzung, in einer nomadischen Führung, also die Führung wechselt je nach Situation zu verschiedenen Personen. Ein Stück einer meritokratischen Führung, also derjenige, der gut in einer Sache ist, hat die Führungsrolle implizit inne. Ja, so in der ganzen Open-Source-Bewegung gibt es ja diese Hierarchie in dem Sinne nicht, sondern diejenigen, die sich als gut hervortun, haben die Führungsrolle implizit. Ein Linus Torvalds von Linux hat nie eine formale Position gehabt und trotzdem wird er als Führungsperson dort wahrgenommen. Wie Gary Hamel in seinem wirklich lesenswerten Buch The Future of Management sagt, ist, ich kann Ihnen versichern, dass es einen Ort gibt, an dem Ihre Mitarbeiter kreativ tätig sind, nur ist dieser Ort möglicherweise nicht Ihr Arbeitsplatz. Ja? Das spricht also jetzt diesen Widerspruch, der im Taylorismus enthalten ist, an. Einerseits wird der Mensch nur als Maschinenersatz eingesetzt, der Mensch ist an sich aber kreativ veranlagt, jeder. Er wird seine Kreativität in irgendeiner Weise ausleben,
am Arbeitsplatz oder eben nicht. So, es gibt noch eine zweite Form der Teilung, die der Taylorismus impliziert, und das ist nämlich diese zeitliche Trennung. Ja, es wird zuerst geplant und dann ausgeführt. Ja? Jemand überlegt sich den Arbeitsprozess, teilt ihn in möglichst kleine Schritte auf, erklärt es dem Arbeiter und der wird dann millionenfach wiederholt. Eine zeitliche Trennung. Hat man in Projekten auch öfters so. Ne? Man macht einen Projektplan und den führt man dann aus. Jetzt mal bitte Hand heben, wo das schon mal genau so funktioniert hat. Genau, dachte ich mir. Auch man hat festgestellt, dieses wasserfallartige Vorgehen, zuerst wird geplant, dann wird ausgeführt, führt nicht wirklich immer zum Ziel. Ist in der Produktion ganz schön, ist in Projekten vielleicht nettes Ware. Deswegen eher ein iteratives Vorgehen. Ne? Also Planung und Ausführung immer miteinander verzahnt. Nochmal ein Zitat aus einem anderen Autor, den ich sehr schätze, Nils Pfleging. Kaputt optimieren und tot verbessern heißt sein Buch. Man erkennt daran schon, dass er jetzt kein Verfechter der klassischen Managementlehre ist. Er sagt, Arbeiter wurden so, freiwillig oder unfreiwillig, vom Denken befreit. Sie konnten dank tayloristischer Methode als Mensch-Maschine eingesetzt oder nach Belieben ausgetauscht werden. So, soweit zum historischen Ablauf. Also in diesem Kontext bewegt sich modernes Projektmanagement oder dieses klassische zertifizierte Projektmanagement. Man hat es mittlerweile auch schon ein Stück erkannt, dass es auch für die Unternehmensführung und fürs Management, dass diese klassische Managementmethode immer dann funktioniert, wenn man einen wirklich schönen, stabilen Zustand hat, schöne, bequeme Märkte, in denen man sich langsam und träge bewegen kann. Also man produziert sozusagen immer das gleiche Automobil. Das ist genau dieser Zustand von großer Stabilität. In dieser großen Stabilität kann man wunderbar diese Managementmethoden ansetzen. Da verdient man Geld, wie Peter Kruse sagt. Ja, also da muss man möglichst effizient steuern und regeln. Aber in diesen Zustand der Stabilität muss man erstmal kommen. Und wenn sich Märkte verändern, dann geht man erstmal durch eine disruptive Veränderung. Also hier muss sich erstmal was radikal ändern, um dann wieder in einen stabilen Zustand zu kommen. Und hier braucht es eine andere Qualität. Also hier nutzt es nichts, irgendwie die Prozesse möglichst effizient zu strukturieren. Hier muss man das Unternehmen umbauen, hier muss man das System verändern. Hier muss man wirklich Leadership, also Führungsqualitäten an den Tag legen. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Projektmanagement. Ist denn so ein Projekt ein stabiler Zustand oder wann ist denn ein Projekt denn ein stabiler Zustand? Also per Definition sind Projekte einmalige Vorhaben in einem einmaligen Kontext. Ja, das ist also so nicht wiederholbar. Daraus würde ich schließen, dass Projekte diesen stabilen Zustand erstmal ein Stück erreichen müssen. Ja, also ich muss dieses System, Projekt mit seinen Teammitgliedern, mit seinem Umfeld erstmal gestalten. Ja, ich muss es erstmal in diesen stabilen, wirklich managebaren Zustand bringen. Und erst wenn ich diesen stabilen Zustand erreicht habe, dann kann ich mit diesen Methoden des industriellen Management, dann muss ich auch, ja, dann muss ich wirklich auch versuchen, möglichst effizientes Projekt durchzuführen. Aber ich muss erstmal in diesen Zustand kommen. Und das meine ich jetzt mit der Grafik. Es braucht also am Anfang ein großes Stück Führungsqualitäten, dieses Systemprojekt erstmal zu gestalten und am Ende auch tatsächlich, und jetzt kommen wir zum integrierten Ansatz, ein Stück gute Managementqualität, diesen eingeschwungenen Zustand dann auch wirklich betreiben zu können und Geld damit zu verdienen. Darum geht es ja. Was passiert aber tatsächlich, wieder natürlich schwarz-weiß und ein Stück polemisch, dieses Steuern und Regeln von Projekten ist das, was zertifiziert wird. Ja, also wir bewegen uns sehr stark im Thema Management und deswegen sagen wir gern overmanaged und underled. Wird zu viel Management zu früh im Projekt eingesetzt. Insbesondere am Beginn muss dieses Systemprojekt gestaltet werden, muss die Zusammenarbeit im Umfeld gestaltet werden. Erst da brauche ich wirkliche Leadership-Qualitäten. Und genau diese Leadership-Qualitäten werden anfangs verdrängt und vernachlässigt.
auch ein schönes Zitat, das ich ein Stück aufs Projekt umgeändert habe. Wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Projekt. Wer immer zu früh an die Kosten denkt, tötet die Kreativität. Ja, das ist genau dieser Zwiespalt. Normalerweise steht in dem Zitat nicht Projekt, sondern Unternehmen. Das ist das Einzige, was ich verändert habe. So. Was würde ich jetzt behaupten, dass Paradigmen im postindustriellen Projektmanagement sind? Das ist eine Alliteration, da wäre RTL auch stolz drauf. Ja. Aber gut. Ich habe es vorher kurz erwähnt, dass auch in der Unternehmensführung ja Management muss natürlich da sein, aber in Situationen, wo die Umwelt komplexer wird, die Märkte enger werden, plötzlich, also ich mache ein Beispiel, plötzlich Apple in den Musikmarkt drängt, ja, also von irgendwoher eine Veränderung im Markt kommt, ja, habe ich eine ganz andere Komplexität, als ich es zu Zeiten von sehr trägen Märkten gehabt habe, wo es irgendwie nur 2, 3 Konkurrenten gibt, die waren irgendwie absehbar und ich habe sowieso so ein Quasi-Monopol gehabt. Ne? Da kann ich ganz anders agieren. Also auch Projekte bewegen sich in einer zunehmend größeren Komplexität. Und dieser Umgang mit Komplexität muss vor der schieren Effizienz stehen. Natürlich möchten wir alle dieses Projekt möglichst effizient durchführen, selbstverständlich. Aber nur, wir wissen am Anfang noch gar nicht so genau, wie denn das geht. Es ist am Anfang zunächst mal ein Stück Exploration. Wir müssen erstmal wirklich herausfinden, worum es geht. Ja, also dieses Projekt, wo sofort klar ist, wie es durchzuführen ist und es hundertprozentig so durchläuft, das gibt es nicht. Und drum muss dieser Umgang mit Komplexität am Anfang stehen. Und für diesen Umgang mit Komplexität brauche ich aber Ideen. Ich brauche auch Ideengeber, ich brauche Handlungsoptionen. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, dann brauche ich einfach die starke Führungsperson, den kreativen Helden, der ganz am oben steht beim Projekt, der eben diese Ideen produziert. Natürlich, wenn es den gibt und wenn die Komplexität so gering ist, dass dessen Kreativität ausreicht, funktioniert das auch. Nur glaube ich, dass die Komplexität langsam so weit steigt, dass wir mit diesem einen heldenhaften Projektleiter nicht mehr auskommen. Das heißt, um diese notwendigen Handlungsoptionen zu erzeugen, die wir brauchen, um die Komplexität zu beherrschen, müssen wir dieses ganze System, dieses ganze Team in seiner Kreativität anzapfen. Das heißt, wir dürfen also genau diese Kreativitätsapartheid nicht zulassen. Auch und gerade am Anfang von Projekten, gerade wenn sie alles findet. Und wir erzeugen diese Handlungsoptionen nicht dadurch, dass wir eine Hierarchie haben, sondern eher dadurch, dass wir dieses vernetzte System haben, dass wir ein Stück Selbstorganisation haben, anstatt Hierarchie und Planerfüllung. Und dazu gehört auch diese Vielfältigkeit, weil wenn ich ein sehr homogenes Team habe, habe ich wenig verschiedene Ideen und ich möchte ja viele Handlungsoptionen zur Lösung meiner komplexen Probleme haben. Nicht von ungefähr finden sich, wer schon mal Scrum gemacht hat, finden sich auch das Thema Vielfalt, also es sollen möglichst alle Funktionen im Team enthalten sein und sowas, findet sich alles ein Stück weit in agilen Methoden wieder. Ja. Eigentlich ist das schon, ne? Auch jemand, der das schon vor langer Zeit gesagt hat, so much of what we call management consists in making it difficult for people to work.